Luca Henny teilt ein zuckersüßes Video seiner kleinen Tochter mit Let's Dance-Star Christina Henny. In der 17. Staffel von Let's Dance fehlte Profitänzerin Christina Henny, der Grund war ihre erste Schwangerschaft. M16. Juni 2024 verkündeten Christina und Luca Henny die Geburt ihrer Tochter. Den Namen des kleinen Wunders behalten sie jedoch für sich, um die Privatsphäre und Sicherheit ihres Kindes zu schützen. Ein weiser und lobenswerter Schritt in der heutigen Zeit, in der Promi-Kinder oft unter dem öffentlichen Druck leiden. Bereits während der Schwangerschaft teilten Christina und Luca regelmäßig Updates, hielten dabei jedoch auch gewisse Details zurück. Christina berichtete von negativen Kommentaren im Netz, die ihr während der Schwangerschaft besonders zu schaffen machten. Seit der Geburt ihrer Tochter halten sich die beiden noch bedeckter. Die wichtigsten Infos teilen sie in ihrem Podcast Don't Worry Be Henny, wo sie zum Beispiel verrieten, dass die Patentante ihrer Tochter die Frau von Lukas bestem Freund ist. Obwohl Fans sehnsüchtig auf ein Foto des kleinen Mädchens warten, überraschte Luca Henny nun mit einem herzergreifenden Video. Darin sieht man, wie er liebevoll mit seiner Tochter spielt. Auch wenn ihr Gesicht nicht zu sehen ist, zeigen die strampelnden Füßchen und Lukas sanfte Worte die Liebe und Zärtlichkeit, die er für sie empfindet. Seine Hand verdeckt fast den gesamten Unterkörper des Babys, ein rührender Anblick, der die Herzen der Fans im Sturm erobert. Ein weiterer Promi, der sein Baby aus der Öffentlichkeit heraushält, ist Let's Dance-Kollege Valentin Lusin und seine Frau Renata, die vor einigen Monaten Eltern wurden. Ein Trend, der zeigt, Privatsphäre ist Gold wert.